schließe mal das Wort vorbildlich auf. Wir haben das vorhin schon im Vorspann gesehen. Das war in Düsseldorf die Szene im dritten Spiel. Strafe gegen Mirko Lüdemann und es kam sofort die Drittelpause. Und da haben Sie den Schiedsrichterbeobachter Joachim Palle sehr unfreundlich gegrüßt im Rausgehen. Können wir uns nochmal eben angucken. Grenzwertig oder schon darüber hinaus, diese Szene? Das war ich nicht.